so schön. Hi, mein Schatz. Auf diesem Weg wollte ich dir einfach mal mitteilen, wie verdammt stolz ich auf dich bin, wie sehr ich dich liebe. Und ja, ich erinnere mich so gerne an unsere Anfangszeit auch zurück, als wir gemeinsam die Liebe zum Schlager gefunden haben. Du hast bei meiner Mutter im Laden gearbeitet. Wir haben den Schlager rauf und runter gehört. Wir haben alten Schinken gehört. Wir haben modernen Schlager gehört. Und ja, was soll ich sagen? Heute sind wir gemeinsam auf Radiotour. Heute bist du beim SWR. Mit mir. Was muss man mehr haben? Ich liebe dich, mein Schatz. Oh, viel Glück und viel Erfolg. Das ist halt Arschlöcher. Danke. Jetzt hätte ich mich mal ein bisschen wenigstens vorwarnen können. Sorry, Leute, aber ihr seid doch selber schuld. Ach. Du bist aber auch. Wir sind beide so emotional. Ich hab's dir vorgewarnt. Du hast nichts vorgewarnt, das ist emotional. Nein, dich nicht, aber die. Ach so, du hast die vorgewarnt. Ich wollte gerade sagen, mich hat keiner vorgewarnt. Ja, die auch. Ja, Markus war immer der Freund von meinem Bruder. Und ich war ja wirklich sehr, sehr jung. Ich war 15 und ich glaube, der hat schon mit 13, 14 ein Auge auf mich geworfen. Das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber es ist so. Eigentlich gar nicht. Wir sind dann durch einen Freund irgendwie zusammengekommen, weil er sich nicht getraut hat, mich anzusprechen. Mhm. Und wir sind dann zusammengekommen. Und Markus hatte früher schon einen Führerschein und hat mich dann morgens immer in die Schule gebracht. Und morgens haben wir dann diese 20 Minuten zum Schulweg nur Schlager gehört. Und dann habe ich mit 15 bei seiner Mama im Stehcafé angefangen zu arbeiten. Und das war wirklich so ein Schlagercafé, da lief nur Schlager. Und da waren auch alles nur A-Lück, also wirklich alte Leute, die den Schlager verkörpern und lieben. Und genau. Unsere Liebe hat ganz, ganz viel auch mit dem Schlager zu tun. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserem Leben.